Thema heute ist Ferromax for Men. Das ist ein Spray, wo man sich Pheromone am Hals oder wohin auch immer machen kann. Ein Pheromonspray. Die Wirkung dieser Sprays ist relativ umstritten. Deswegen mache ich es halt so, wie ich es immer mache. Ich teste es einfach. Und entsprechend habe ich das gekauft und habe an meiner Freundin zuerst das getestet und dann natürlich auch draußen. Und ja, bevor ich zur Wirkung komme, das Interessante, ganz kurz zum Geruch. Es ist leicht pfeffrig, würde ich sagen, leicht unangenehm, ein bisschen stechend, also nichts Tolles, aber relativ dezent. Das heißt, man kann noch einen anderen Duft drüber machen oder er verfliegt auch relativ schnell. Wobei, wie gesagt, so einen leichten, unterschwelligen, pfeffrigen Geruch, den habe ich dann immer in der Nase. Also ich finde es wirklich relativ unangenehm, aber darum geht es ja nicht. Bei dem Duft, bei dem Spray geht es ja weniger darum. Meine Freundin hat mich gefragt, ob ich stinke oder warum ich so stinke. Ich fand das grässlich extrem abtörnend. Also wirklich extrem. Ich habe es nur leicht drauf gemacht und es war richtig von den Socken und extrem negativ. Und 80 Euro kostet die Flasche. Ja, entsprechend war ich schon dann relativ bedient. So, dann bin ich raus und habe auf der Straße ein bisschen getestet, beim Einkaufen, immer möglichst auch nah an die Frau ran, dass sie mich hascht. Und definitiv hat es eine Wirkung. Es scheint halt wirklich komplett verschieden zu sein, es polarisiert auf jeden Fall. Ich war lange draußen, es gab einige Frauen, die wirklich auch so ein leicht angewidertes Gesicht gemacht haben. Und also so ein bisschen abstoßend. Und es gab tatsächlich Frauen, die, ja, was soll ich sagen, leicht dösig, so ein bisschen in Richtung apathisch mich angeschaut haben. Und also natürlich bin ich auch mit einem Lächeln rausgegangen, was ich vielleicht sonst nicht in der Form habe, weil ich eine gewisse Erwartungshaltung hatte. Aber man kann sagen, dieses Spray hat eine Wirkung auf Frauen. Sie ist aber sowohl negativ als auch positiv. Es ist aber definitiv interessant, es einzusetzen. Also wer es probieren möchte, ich kann es empfehlen, das ist jetzt kein irgendwelches herausgerufenes Geld, das hält jetzt die Frage, inwieweit man das selber probieren will. Aber es hat auf jeden Fall eine Wirkung und davon mal abgesehen, ändert man sich selber, wenn man denkt, dass man eine Wirkung hat, auch automatisch selber ein bisschen in die Richtung, dass man offener ist, dass man freudiger ist. Ich habe es halt bei mir gesehen, ich bin an sich schon ein offener Typ, aber mit dem Spray bin ich hier wie Hans Dampf durch die Gasse gegangen. entsprechend ist das auch der Vorteil. Und ich kann es den Leuten empfehlen, die bereit sind, das Geld auszugeben, um es zu testen. Es hat eine Wirkung, sie ist nicht immer positiv, allerdings für den Preis muss man sich das selber überlegen. Also das wollte ich nur als meine Erfahrung zu dem sehr, sehr preisintensiven Produkt schildern und muss jeder für sich selber entscheiden. Ich gebe aus meiner Warte heraus 4 Sterne. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist Wahnsinn. Also Wahnsinn im Sinne von, ich sehe hier ein Spray und man muss dafür 80 Euro ausgeben. Also finde ich heftig. Und die Wirkung ist halt nicht super, klappt immer, sondern im Gegenteil, hat sogar die gegensätzliche Wirkung. Aber letztlich derjenige, der das benutzt, möchte ja hin und wieder vielleicht jemanden haben, wo die Wirkung positiv ist
Und dann ist es egal, ob das bei 5, 6 anderen vorher nicht so positiv war. Also von daher ist es schon tendenziell eher positiv einzuschätzen. Probier es aus. Wirkung ist da. Preis muss jeder für sich entscheiden. Vier Sterne.